Hallo. Ich möchte Ihnen anhand eines einfachen Beispiels erklären, wo der Fehler in unserem Geldsystem steckt. Angenommen, Land X leiht sich bei Bank Y 100 Euro, bei einem Zinssatz von 5%. Das bedeutet, nach einem Jahr muss Land X der Bank Y 105 Euro zurückbezahlen. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass das Darlehen nicht getilgt wird. Somit wird im Jahr 2 mit 105 Euro Darlehen gerechnet, worauf wiederum 5% Zinsen berechnet werden. In einer einfachen Tabelle sieht das dann so aus. Nach 100 Jahren beträgt die Staatsverschuldung bereits 13.807,63 Euro. Nach 200 Jahren sogar schon 1.815.720,99 Euro. Frage: Woher kommt das Geld für die Zinsen? Mögliche Antworten: Erstens. Leistungsgedecktes Geld, das sind im Grunde die Arbeiter des Landes, die Bodenschätze und der Exportüberschuss. Zweitens. Ausbeutung, zum Beispiel indem Land X das Nachbarland A überfällt oder in Land B eine Kolonie errichtet. Drittens. Eine Währungsreform. Dabei wird einfach die Währung umbenannt, man streicht die Nullen und die Bank reißt sich alles materiell wertvoller unter den Nagel. Viertens. Besteuerung, der legalisierte Raub, dieses Schutzgeld bezahlt der Bürger, das Wort kommt von Bürgen, als Schutzgeld an den Staat und dieser versucht damit die Schuld zu tilgen. Von Abbezahlen der Schuld brauchen wir an dieser Stelle nicht einmal träumen, denn das ist unmöglich. In unserem Beispiel sind jedoch noch nicht die Börse enthalten, außerdem besteht unser Land X aus nur einer einzigen Person. Es berücksichtigt also auch nicht die Geldvergabe von Privatbanken an Privatpersonen, die wiederum glauben, die Kredite würden ausschließlich aufgrund von Spareinlagen ausgegeben. Außerdem beinhaltet unser Beispiel nicht etwa den Handel mit sogenannten Wertpapieren, also faulen Kreditverträgen ausländischer, vornehmlich amerikanischer Großbanken, die diese gebündelt an andere Banken verkaufen. Auch die Wirtschaftsleistung einzelner Länder innerhalb sogenannter Unionen oder Gemeinschaften, die geografisch bedingt sein kann, wird nicht weiter berücksichtigt. Alle diese Aspekte würden den Schuldenanstieg beschleunigen. Um aus der Geschichte zu lernen, ein Börsencrash gibt es nur rund alle 80 Jahre. Würde man den Zinssatz nicht auf 5%, sondern auf 50% anheben, so flöge der Schwindel zu schnell auf. Warum also nach rund 80 Jahren? Ganz einfach, weil eine Generation im Schnitt 80 Jahre lang lebt und somit kein Zeitzeuge mehr den letzten Börsencrash ergründen kann. Der letzte große Knall war etwa in den 1930er Jahren, ist also 80 Jahre her. Vor diesem Knall hatten besonders England und Frankreich damit begonnen, Kolonien in Nordafrika und Ostasien zu begründen. Das Deutsche Kaiserreich hingegen hatte versucht, Frankreich einzunehmen, also innerhalb Europas das fehlende Geld aufzutreiben. Das, was Sie als Geld kennen, ist in Wirklichkeit ein Schuldschein, wie der Name Geldschein, also Geld und Schein, ja bereits sagt. Der Euro erfüllt nicht einmal die Kriterien, die eine Banknote, also Bank und Notar, haben müsste, denn auf ihm ist weder ein Hinweis, wer den Schein ausgestellt hat, noch wer für die aufgedrückte Summe bürgt. Wenn Sie den Euro, unser legalisiertes Falschgeld, selbst drucken, laufen Sie Gefahr, angezeigt zu werden. Jedoch nicht wegen Geldfälschung, sondern wegen Urheberrechtsverletzung. Auf dem Euroschein ist ein Copyright der EZB, sehen Sie selbst nach. Dieser Film ist an alle diejenigen gerichtet, die keine Zeit haben, sich selbst zu informieren, da sie zu beschäftigt sind, den 5% nachzujagen. Dieser Film wurde von Metallfest 616 erstellt und darf kopiert und verbreitet werden. Es gilt die Bestimmungen der CC-Lizenz, also die Namensnennung und die nicht kommerzielle Nutzung des Materials. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.